Hallo, ich bin Silvia Schneider. Wir sind EFA, Essen für alle. Eigentlich sind wir ein gemeinnütziger Verein zur Rettung, aber insbesondere auch zur Verteilung von Lebensmitteln und ganz viel machen wir auch zur Sensibilisierung, wie es so schön heißt, gegen Lebensmittelverschwendung. Deswegen waren wir irgendwie auch geradezu prädestiniert, heute etwas zur Erreichung und Motivation der vielfältigen Gruppen gegen Lebensmittelverschwendung zu sagen, aber bekanntlichermaßen ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte, deswegen werden Sie jetzt ziemlich bombardiert. Wir haben eigentlich auch viele Zahlen, die kommen nebenher ran. Sie werden sagen, es gibt schon viele Vereine, die retten Lebensmittel. Wodurch unterscheiden wir uns? Und das können wir nebenher auch sagen. Wir holen an den Tagen in den Märkten ab, an denen keine andere Organisation oder beziehungsweise die Tafel nicht abholt. Und das ist im ländlichen Raum relativ häufig, denn unsere Tafel, wir sitzen hier bei Groß-Gerau, das ist so südlich, 30 Kilometer südlich von Frankfurt. Es ist also ländlicher Raum und da verteilt die Tafel nur einmal. Das heißt, die holen auch in der Regel nur 2 bis maximal 3 Tage in der Woche ab. Das heißt, die anderen Tage wurden bisher nicht abgeholt. Und hier habe ich dann gerade auch mal eine Ausbeute vom Aldi. Und alle meine Zahlen, die beziehen sich jetzt auf die Region von Groß-Gerau. Wir existieren seit 2017. Wir sind insgesamt 70 Mitglieder, 50 aktiv. Aber der harte Kern, das sind schon so 20. In der Woche holen wir so 3 Tonnen ab in circa 30 Einsätzen. Und das war das Retten, das Verteilen und das Sensibilisieren. Auch beim Retten versuchen wir schon, möglichst eine breite Gruppe anzusprechen und da einige einzubinden. Relativ leicht ist das mit Studenten, die auch von sich aus schon was für Nachhaltigkeit und für die Umwelt tun wollen. Dann ein Stück schwieriger wird es schon, noch mehr Gruppen einzubinden. Und das ist ein Bild, was mich erinnern soll an die weitere Gruppe, die wir einbinden, die heißen, oder vielleicht nicken Sie einmal, Frau Wunder, wenn Sie es hören, wenn ich da nur so, hören Sie mich, Wir wenn. hören alles super, alles toll. Und wer auch immer im Rest im Hintergrund noch ein Mikro anhat, macht es bitte aus. Aber wir sind gespannt. Genau, Okay. Studierende, wir sind dabei. Also, das andere Foto soll mich erinnern an Jules, Jugendliche leisten Sozialstunden. Die haben uns angesprochen. Nicht die Jugendlichen selbst, aber in dem Fall der Ausbildungsverbund Metall in Rüsselsheim, der die Jugendlichen begleitet, ob wir nicht zusammen ein Projekt machen können. Und das war eine geniale Idee. Diese Sozialstunden machen die Jugendlichen nicht ganz freiwillig. Also es sind im Endeffekt Jugendliche von 16 bis 25, die irgendwie straffällig geworden sind und dann vom Jugendgericht die Auflage bekommen haben, so und so viele Sozialstunden zu machen. Das heißt, die Jugendlichen wären von Haus aus erstmal nicht zu uns gekommen, aber gerade da haben wir eigentlich auch die schönsten Erlebnisse. Das ist oft ein bisschen schwierig, die kennen dann das Obst und Gemüse nicht, haben nie was damit zu tun, wollen Handschuhe anziehen und was ist denn das? Aber wenn man nach kurzer Zeit merkt, dass da wirklich was ankommt, dann ist es einfach eine tolle Sache. Und das geht auch noch ein Stück weiter, indem die Jugendlichen, immer diese 3 bis 6, die mit ihren 2 Betreuern dann angefahren kommen, demnächst dann auch mit diesen Lebensmitteln kochen werden und das dann noch für Bedürftige. Also da wird das schon rund. Und hier haben wir einige eingefangen, die von Haus aus nicht zu uns gekommen wären. Also etwa zwangsbeglückt, das ist schon mal ein Begriff. Und es ist sogar so weit, dass einige richtig Feuer gefangen haben und dass die nachher sagen, oh, die kommen dann an unsere Verteilstation und retten dann oder nehmen Lebensmittel mit für zu Hause. Also das heißt, hier haben wir schon Leute erreicht, die wir sonst nicht erreicht haben. Also was hatten wir gesagt? Rettung, dann Verteilung. Da haben wir die verschiedenen Verteilstationen, aber ursprünglich kommen wir eigentlich daher, dass wir die geretteten Lebensmittel komplett auch abgeben. Wir behalten die nicht bei uns. Das ist auch ein Unterschied zu anderen Lebensmittelretterinitiativen, sondern also wir verteilen fast 100% von dem, was wir auch retten. Ursprünglich war es an die sozialen Einrichtungen, kommen wir gleich. Und da wir so im Kindergarten und so weiter nur Montag, Dienstag, Mittwoch ungefähr Lebensmittel brauchen konnte,
Und am Wochenende brauchten die das nicht mehr. Da haben wir es dann auch abends verteilt. Und zwar in den Abendstunden deswegen, weil wir auch keine Bäckerei oder Ähnliches schädigen wollten oder denen irgendwie Geschäft wegnehmen wollten. Dann verteilen wir an den verschiedenen Verteilstationen. Die sind niederschwellig organisiert. Bei uns ist es jetzt so, dass wir hier in der Region 4 Verteilstationen haben, immer an den verschiedenen Orten, also donnerstags an 2 Orten in Groß-Gerau und in Walldorf, freitags an einer Station und samstags jeweils verteilen wir nur 1 Stunde. Dann aber in der ersten halben Stunde an Senioren, Alleinerziehende und Menschen mit Beeinträchtigung. Und hier ist es so, dass wir keinerlei Nachweis verlangen. Also das geht auf Treu und Glauben. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Und in der zweiten halben Stunde an jeden, der Lebensmittel retten will. Und so ist es dann auch, dass wir eigentlich eine ganz tolle Mischung haben. Da sind sicherlich auch in der zweiten halben Stunde bedürftige Menschen dabei. Aber es ist insgesamt auch so, dass sich bei uns keiner scheut, Lebensmittel oder Lebensmittel zu empfangen, weil es alles irgendwie ganz stolze Lebensmittelretter sind. Und darauf sind wir auch schon ein bisschen stolz, wenn da irgendwie Fernsehen kommt oder so. Dann geben die, lassen die sich oder lassen sich gerne ablichten und ja, erzählen dann auch. Und die werden auch alle eingebunden. Also wir haben unter den Helfern sehr viele. Die anderen dürfen dann auch vielleicht helfen bei den Kochworkshops. Also das ist dann schon wirklich auch ein Teil, wo wir eine gute Mischung haben und auch bei den Helfern, die verteilen. Da haben wir auch die ganze Bandbreite, alle Nationen, alle Religionen und das macht auch richtig Spaß. Ja, das Wichtige waren aber, beziehungsweise diese sozialen Einrichtungen, da kommen wir her von den Kindergärten und Schulen, die wir beliefert haben. Und das sind jetzt im Falle von Groß-Gerau, für die jetzt die Zahlen hier, die ich ein paar Zahlen nenne, da sind es 12 Kindergärten, 3 Schulen. Die kriegen zum einen für ihre Nachmittagsbetreuung Backwaren und Obst. Die Kindergärten schnibbeln das aber auch für diese Zwischenmahlzeiten oder auch mal zusammen mit den Kindern. Und gerade in den Kindergärten können wir relativ auch eine große Bandbreite ansprechen. Nämlich, das waren zum einen die Gemeinden, die ursprünglich sagten, nee, nee, also unser Kindergarten darf da nichts nehmen und dann würden wir ja Geld sparen, das wissen wir nicht, wie wir es weitergeben. Dann sind es die Kindergartenleitungen selbst, die auch ursprünglich Bedenken hatten. Und das haben wir jetzt alles irgendwie geschafft. Die Leute, die in den Kindergärten kochen, und da sind wir auch stolz, dass hier in der Region die Kindergärten überhaupt noch selbst kochen. Und wenn mal was zu viel ist, dann kriegen das auch die Eltern von den Kindern. Also dadurch haben wir hier eine ganz breite Palette von Leuten, die wir schon in den Kindergärten ansprechen. Ups, wie komme ich jetzt zurück? Einmal so, in den Kindergärten ansprechen. Und dann haben wir aber noch viele weitere soziale Einrichtungen. Das ist jetzt nur ein paar, sind exemplarisch genannt, die DRK-Blutspendetermine, dann kriegen die immer Obst, Begegnungscafés, Familienzentrum, integrative Wohneinrichtungen, wohnsitzlose Einrichtungen, Ferienspiele. Und die Palette geht noch relativ weit so weiter. Und das machen wir eigentlich was springt hier? Das machen wir eigentlich jede Woche. Also wir hatten jetzt Rettung. Verteilung, dass dort schon viele angesprochen wird und die Sensibilisierung oder wie sagt man so schön, das Schaffen von Bewusstsein. Sie haben ja schon die Kindergärten gesehen, aber darüber hinaus und Schulen, darüber hinaus machen wir noch eigene Veranstaltungen oder das macht er jetzt, nehmen an Nachhaltigkeitsveranstaltungen teil. Eigene Veranstaltungen, zum Beispiel dort, wo unser Bier gebraut wird, bei einem Nachhaltigkeitsabend. Dort verwerten wir selbst auch die geretteten Lebensmittel. Wir haben dann immer Informationsstände und haben dann oder machen auch was draus. Hier ist es auch aus gerettetem Brot, haben wir einen Teig gemacht, so eine Art Quiche draus, ja, von Kuchen, Muffins, alles aus geretteten Lebensmitteln. Und natürlich ist die Information, kommt auch immer was von zu gut für die Tonne. Dann haben wir so eine Art, ja, wie heißt es, eine Live-Kochshow auf dem Marktplatz gemacht zu einem Event. Natürlich gibt es auch immer Informationen, aber
Auch da ist der Fall, es kommt ja nicht, es ist nicht jeder interessiert. Wir versuchen, noch mehr Leute zu erreichen. Deswegen machen wir auch mal bei einer Nacht der Sinne oder beim Frühlingserwachen nehmen wir teil. Aber klar, hier ist das Interesse dann auch an der eigentlichen Sache, wo das herkommt, geringer. Aber wir denken auch, steht der Tropfen, höre ich den Stein. Wenn die immer mal wieder was von uns hören und sehen bei den Veranstaltungen das ganze tolle Obst, und wir verteilen auch die Zettel, wo unsere Ausgaben sind, dann kommen die vielleicht eher auch dazu. Ein Weihnachtsmarkt, da wird dann auch schon mal Orangensaft frisch gepresst und es gibt ganz tolle Gemüsesuppen und auch vielleicht ein paar aus dem Obst, auch unsere Fruchtaufstriche. Das ist nämlich dann ein weiterer Punkt. Wir haben nicht nur die ganzen Veranstaltungen, eine breite Palette, an denen wir teilnehmen, sondern wir haben auch eigene EVA-Produkte kreiert, um auch den Leuten ein bisschen Mut zu machen, vielleicht auch selbst in der Hinsicht kreativ zu werden. Klar, Obst, gibt es Fruchtaufstriche aus gerettetem Brot. Und ich habe gesehen, von Knärzchen ist auch jemand im Auditorium. Gibt es das Eva-Bier? Gibt es eine kleine Nanobrauerei hier bei uns in Mörfelden? Da sind wir ganz stolz drauf, denn 30% der Braugerste ist ersetzt durch altbackenes Brot. Und in dem Fall von einer lokalen Bäckerei. Ein Körnerbrot, das schmeckt dann immer ein bisschen anders. Aber ich selbst trinke kein Bier, aber die sagen alle, das wird ganz prima schmecken. Und dadurch erreichen wir auch immer mal wieder eine andere Zielgruppe, noch ein paar andere Leute, die eigentlich über das Bier vielleicht mal gucken, was ist denn das, wo kommt denn das her? Und ja, also wir bemühen uns. Aber ein Hauptteil, deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, nein, es war nicht von mir mit den Kochworkshops der Punkt, der hingeschrieben wurde, aber ein Hauptanteil sind diese Kochworkshops, weil etwa von den 12 Millionen Tonnen, die in Deutschland unnötig im Müll, an Lebensmitteln, die im Müll landen, etwa 50% in den Privathaushalten ja etwa weggeworfen werden, haben wir gedacht, naja, dann müssen wir ja eigentlich da ansetzen. Und deswegen auch am besten relativ früh, also um noch mehr Leute zu erreichen, Kochworkshops. Denn was haben wir gesehen? Hauptsächlich fehlt es oft an Wissen zum Mindesthaltbarkeitsdatum oder was man wie verwertet. Die Leute wissen gar nicht mehr, was irgendwie Saison hat. Und deswegen machen wir ganz, ganz viele Kochworkshops. Da haben wir bei Schulklassen, wobei das Land Hessen natürlich auch schon einiges und gute Projekte macht, auch in den unteren Klassen. Wir sind teilweise in den Klassen 5 bis 7, aber auch 7 bis 10 an der beruflichen Schule unterwegs, dann für Erwachsene, Erlebniskochshop. Aber wie gesagt, besser als viele Worte sind unsere Bilder. Die Kochworkshops sind ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Möglichkeiten eine Schule hat. Da gibt es von 2 Schulstunden, so mal ein Crashkurs, wo wir eingesprungen sind, weil die Schüler einfach zu viel weggeschmissen haben, bis zu, ja, im Endeffekt bis zu einmal in der Woche über ein ganzes Schulhalbjahr hinweg. Im Durchschnitt aber meistens 3 bis 4 Unterrichtsstunden. Da wird halt ganz viel geschnippelt. Da gibt es dann sowas wie Backofengemüse und das sind alles eigentlich oft Schüler, die normalerweise vielleicht oder die nichts oder von Haus aus etwas fern sind. Hier unten habe ich nämlich zum Beispiel einmal das Foto mit unserem Helfer. Der Helfer ist Müllnix und das Foto ist entstanden weil an der Goethe-Schule, das ist eine Schule für Lernförderung, wie man so schön sagt. Das sind also Schüler, die es etwas nicht ganz leicht haben, die einem normalen Unterricht zu folgen, die dann in dieser Schule sind. Und da hilft uns der Helfer hier Müllnix, der dann auch hilft, den Schülern was zu erklären. Und da gibt es also auch sehr, sehr schöne Erlebnisse und ja, dafür wissen wir es dann eigentlich immer, wofür wir es machen. Viele haben dann auch kein Schulbrot dabei. Die Schule kriegt das Obst und Gemüse. Wir machen kleine Snacks und die sind dann so begeistert und fragen dann auch noch. Wir machen nämlich immer was aus altem Brot. Was machen wir immer? Erst einen Obstsalat und dann machen wir in der Regel arme Ritter. So geht's dann meistens los. Später kommt das Backofengemüse und dann fragen sie nach dem Rezept von armen Rittern. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Arme Ritter oder auch mit Toastbrot, French Toast. Also jedenfalls, ja, so ein Einstieg. Und wenn dann die Schüler nach dem Rezept fragen oder was machen wir noch? Wie heißt das? Stramme Max.
damit die alle sehen, dass man mit ganz jeder nach seinem Gusto, nach seinem Geschmack dann auch wirklich verschiedene Lebensmittel verwenden kann, in die Pfanne, das Brot, das altbackene Brot. Und wir fragen auch immer am Anfang, was benutzt ihr das Brot oder schmeißt ihr es weg? Kommen dann schon Ideen. Jedenfalls zum Schluss kommen ganz viele Ideen und wir wissen, dass sie das auch mit nach Hause nehmen. Wir machen so einen Kühlschranktest, wie macht ihr es im Kühlschrank? Und die Schüler schreiben das dann auch mal auf und wir lernen das miteinander, was wohin kommt. Wir lernen, wie Milch schlecht wird oder warum die schlecht wird, wie man das testet. Wir lernen, unseren Sinnen zu vertrauen. Und das ist nämlich auch ein zentraler Punkt. Deswegen habe ich dieses Foto in die Mitte gestellt. Wir machen immer so einen Joghurt-Blindtest. Also im besten Falle natürlich mit der gleichen Sorte Joghurt in den verschiedenen Altersstufen. Die Schüler wissen nicht, welcher Joghurt wie alt ist. Also es ist einer, der noch haltbar ist, der gerade abgelaufen ist, der kürzlich abgelaufen ist, oft also meist 3 oder 4 und der vielleicht schon ein bisschen länger abgelaufen ist. Und jetzt, das gibt dann immer, das machen wir meistens gegen Ende zum Essen, das gibt dann immer den richtigen Aha-Effekt. Wir werten das nämlich dann aus, was hat die 1, 2 oder 3, was hat euch denn am besten geschmeckt? Und wenn dann rauskommt, dass die Nummer 3 oder was auch immer und was das für einer ist, wenn das ist in der Regel der Joghurt, der 3 bis 5 Monate abgelaufen ist. Dann gibt es immer ein, was ist denn ich? Was ist denn das? Und, aber sie haben es alle blind abgetestet und abgestimmt. Also das ist dann etwas wirklich so, das machen wir relativ am Ende, beim Essen dann. Wenn die dann so nach Hause gehen mit diesem Aha-Erlebnis, das ist dann auch immer schon was. Also da einmal haben wir die Schüler, je nachdem hier auch aus dem Projekt, was ein ganzes Schulhalbjahr lief, in der Nachmittagsbetreuung, da hatten die verschiedene Ideen und haben die Schüler aufgeklärt in verschiedenen Sprachen, am Mülleimer, sicher, dass du das wegwerfen willst. Also das waren recht nette Dinge. An den beruflichen Schulen, die in TEA-Schüler, also hier Leute mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge, Jugendliche, die hier sind. Aber Sie sehen, die haben auch Spaß, erstaunlicherweise. Das sind die ukrainischen Schüler, die werden jetzt an diesem Donnerstag Borscht kochen und wir werden das an der Schule auch mit anderen teilen, damit die in Kontakt kommen. Sie sehen, die haben ziemlich Spaß und die Palette geht noch ein bisschen weiter, sodass wir auch Erwachsene einbinden. Hier haben wir kostenlose Workshops, aber auch sehr elegante Workshops. Hier sehen Sie eine Location mit Koch, dann auch in Mörfelden. Da haben wir dann sehr schöne Lebensmittel, wo jeder auswählen kann. Da machen wir ganz tolle Sachen, auch schon mal von so einem Suppenfond kochen. Und da gibt es auch oft Aha-Erlebnisse. Also die Leute kommen von alleine zu uns. Die anderen, die Schüler, die verhaften wir dann so ein bisschen. Die wissen oft erst nicht, wie sie zu ihrem Glück kommen. Aber wenn die dann das richtig mit nach Hause nehmen, und das ist noch ein Stichwort, wenn sie das also als Multiplikatoren nach Hause tragen, zu Hause sie auch selber mal etwas kochen können, ihren strammen Max machen oder so, dann haben wir doch ein bisschen was schon geschafft. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich das irgendwie nicht zu lang, alles okay von der Zeit? Alles super, Frau Schneider, total gut. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen hier auch ein paar Helfer von uns, stellvertretende Schulleiter, wie heißt das, Pastoralreferent. Also Sie sehen, wir binden auch hier eine breite Gruppe ein und bei den Kunden, die sagt jetzt hier goodbye, natürlich sowieso. Machen Sie was draus, seien Sie kreativ. Nicht jeder Weg führt immer gleich zum Ziel, aber man sieht ja dann, was Erfolg verspricht, wo es irgendwie ankommt. Ja, und da machen wir weiter. Danke. Super. Danke, Frau Schneider.